Herzlich willkommen dann zur nächsten Folge von Assassin's Creed. Dieses Mal aber wirklich das Ende dieser Bündnis. Ich wüsste nicht, mit welchen belanglosen Aufgaben es noch in die Länge gezogen werden sollte. Aber nun, Abschied und Vermächtnis. Es wird der Jarl abgestimmt. Über einen Ortsnamen, den ich nicht mehr aussprechen kann. Wahrscheinlich wäre ich deswegen ein schlechter Jarl, weil ich einfach die Orte gar nicht aussprechen könnte. So. Nun tell me. Schenkten Sie Ihrem Jarl einen schönen Abschied? Das taten sie. Niemand trinkt so gut und viel wie Hemings Clan. Die Nachfolge muss bald verkündet werden, bevor wir alle zu betrunken und erschöpft sind, um uns an unseren Namen zu erinnern. Das stimmt. Ruf die zusammen, die dabei sein müssen. Das Ting beginnt bald. Eivor! Ist dir nicht wohl? Die Bürde der Trauer ertränkt im Met. Und von einem Gedanken betäubt. Ich stehe zwischen diesem Mann und der Jarlwürde. Ihr steht Seite an Seite, Vili. Und einer von euch muss es sein. Mein Vater stellte uns Seite an Seite, weil er deiner Weitsicht vertraute. Was siehst du also? Ich sehe einen Dränger vor mir. Ein Mann, der sich nach Kampfesruhm sehnt. Trügvi sollte Jarl sein. Und du? Du solltest deinem eigenen Weg folgen, wohin er dich auch führt. Eine Klippe hinab und ins Meer, wenn du das so brauchst. Du weißt, wie man einen guten Augenblick zerstört, Wolfsmal. Vor einiger Zeit fragtest du, ob du bei uns leben könntest, als einer unseres Kriegstrupps. Willst du das noch immer? Mit dir und Bragi plündern? Bei den Göttern, ja. Blut und Met vergossen wir in Strömen. Um der alten Zeiten willen und der neuen. Behalte das Gesicht des alten Mannes im Blick, wenn er von unseren Plänen erfährt. Ich stehe vor euch als Vili Hemingsson. Aber nicht als Jarl. Es gibt nur einen Mann, der die benötigte Ehre und Weisheit besitzt. Nur einen Mann, den mein Vater als würdig erachtete, ihm zu folgen. Trügvi, Jarl von Snotingerham. Mögest du stolz auf Hemings Pfad schreiten. Was soll das? Alter Freund, du verdienst das. Und so viel mehr. Sei stolz. Meine Zukunft liegt woanders, Trügvi. Ich werde mit Eivor gehen, um mit dem Rabenclan zu leben und zu kämpfen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag ja. Ja, hab Dank, Vili. Eivor. Gut gemacht, Stockarsch. Bis mein Weg mich nach Hause führt, diene ich unter deinem Banner, Eivor. Eivor, mein erster Erlass soll Hemings Wunsch folgen. Ein Bündnis zwischen unseren Leuten. Wenn du rufst, werden wir folgen.
wie wir es für dich tun werden, Jarl Tryggvi. In der Tat. Das war's. Konzeptzeichen des Tages. Wunderbar. Was kommt nun? Ja, wir besitzen nun die komplette Bündnis Englands, abgesehen von Alfred. Aber Alfred wird ja wahrscheinlich gegen uns Krieg führen wollen. Oder haben wir noch andere Hauptquests? Erfahren wollen. Es wird Zeit, dass ich in die Siedlung zurückkehre. Hallo. Guten Tag. Ich bringe traurige und frohe Kunde, Randvi. Jarl Heming in Snottinger Hampshire starb. Doch sein Clan bleibt uns verbunden. Traurige Nachrichten, aber ein guter Ausgang. Bei meinem Besuch traf ich meinen alten Freund Vili. Er hat sich unserem Clan angeschlossen und wird Krieger auf meinem Schiff sein. Ich erinnere mich an den jungen Mann. Er wird deine Besatzung gut ergänzen. Das hat sich schwer angehört. Jetzt habe ich leider nicht mehr genug Rohstoffe. Eivor. Ist irgendetwas vorgefallen? Du solltest selbst mit ihm sprechen. Sigurd. Eivor, die Zeit ist um. Unsere Zeit. Unsere Zeit wofür? Mein letzter Ruhm steht bevor. Dein letzter Ruhm? Ich mag gar nicht fragen, was du damit meinst. Rede ich undeutlich? Meine Zeit in Midgard ist vorüber. Ich will endlich die Hallen meiner Vorfahren sehen. Falls du sterben willst, dann nicht durch meine Hand. Ich rede nicht vom Tod, Eivor. Rede vom Leben. Vom Leben und nie endendem Ruhm. Ich weiß, dass ich die letzten Wochen im Nebel verbracht habe. Ich weiß, ich spreche Worte, die du nicht begreifen kannst. Doch ich bitte dich nur noch einmal, mir zu vertrauen. Auf meiner letzten Reise, zurück nach Nordwege, um meinem Vater Lebwohl zu sagen und mein Schicksal zu erfüllen. Zurück nach Nordwege? Das muss ich mit Randvi besprechen. Wenn du meinst. Ich erwarte deine Antwort unten am Hafen. Lass mich nicht warten. Würde echt gerne meine Lagerloft, mein Haus offiziell upgraden, aber es geht da nicht. Ich möchte die Bündniskarte. Oh nee, da unten sind ja auch noch welche. Nein. Boah. Vielleicht wird es Zeit, nach Nordwege zurückzukehren. Sigurd will seinen Vater sehen. Und wer weiß, was uns dort noch erwartet. Bitte im vergangenen Jahr Schlimmes über Styrbjörn. Wenn du gehst, pass auf dich auf. Wie
Wir werden jetzt abreisen und zurückkehren, sobald wir können. Gut. Und gebt auf euch Acht, ihr beiden. Ich hab die da unten echt nicht gesehen. Oh mein Gott. Danke, dass du heiter mit Respekt und Güte entgegengetreten bist, Eivor. Der Clan ist jetzt seine Familie. Er ist mehr als willkommen. Hey, hallo, wie geht es dir? Genauso wie du. Sigurd. Sigurd. Wollen wir, Eivor? Nach Nordwege und noch viel weiter. Auf nach Nordwege. Gut, gut. Geh voran. Der Insel haben uns stärker geformt als die Jahrzehnte hier, Bruder. Älter als in meiner Erinnerung. Ich finde es Dewburn ansprechend, wo Legenden geboren werden. So. Jeder Hügel und jeder Fjord hier ist jetzt Teil von Harald Schönhaars Königreich. Schon der Gedanke schmerzt mich. Und unser Vater ist sein Narr, der arme Mann. Es war seine Entscheidung. Er hat sich verbogen und brach dabei. Bemitleide ihn nicht. Nein. Viele Monde konnte ich nicht schlafen, weil ich an seinen Verrat denken musste. Ich wünschte ihm das Schlimmste an den Hals. Er verdient nichts als Schande. Schüttle diese Gedanken ab, Sigurd. Der alte Mann ist unsere Zeit nicht wert. Nein. Er soll von derselben Fäulnis kosten, die ich schmeckte. Er soll von dem Ruhm erfahren, den er verpasste, weil er als Schoßhund eines Eroberers hier blieb. Du willst mit ihm sprechen? Ja. Von Angesicht zu Angesicht. Ich sage ihm die Wahrheit. Wieso habe ich ein schlechtes Gefühl dabei? Harald Schönhaar ist immer arrogant gewesen. Heimat. Da, wo alles anfing, kommen wir wieder zurück. Wir machen später weiter. Alrex Tadir, es blüht auf. Sicher trotz und nicht wegen unseres Vaters. Bist du dir da sicher? Ich werde sagen, was gesagt werden muss. Fürchtest du seinen Tadel? Nein. Ich freue mich darauf. Vielleicht hat der alte Hund seinen Biss ja verloren. Oder vielleicht entzündest du ein Feuer in ihm. Und wächst sein Hunger mit deinen Geschichten vom Ruhm. Dann würde ich die Flamme schüren, bis er brennt. Eivor! Eivor! Sünen, leite mich. Was sagte Randvi noch? Unser Vater verbringt seine Tage in den Methallen und seine Nächte auf blanken Holzbrettern? Das sagte er. Suchen wir in den Methallen. Es gab eine in der Nähe, ein trauriges Loch, in der Männer ihr Unglück ertränken. Dort sollten wir suchen. Wir kommen mit leeren Händen. Wir haben nicht einmal ein Geschenk. Der arme Säufer geht. Wir kommen mit leeren Händen. Wir haben nicht einmal ein Geschenk. Auf bis Untergang sitzt der Geschenke nicht zu schätzen. Wir sollten gehen. Sieh in die. Vater. Sigurd? Mein Sohn, Eivor! Bei Odin dem Grauen. Kommt und lasst mich euch ansehen. Halt. Das ist nah genug.
Bei Tyrs Blut, was ist passiert? Eine furchtbare Verwundung. Wie geht es dir? Besser als ich aussehe. Keine Sorge. Das schreit nach einem Trinkspruch. Eure Reise war sicher lang und kalt. Trinkt, auf dass euer Blut warm werde. Wir sind nicht hier, um zu trinken oder zu feiern. Nur um uns das Wrack eines einst großen Mannes anzusehen. Und was dann? Wieder Krieg gegen König Harald führen? Erhebst du Anspruch auf seine Krone? Ist das dein Plan? Für noch mehr Unheil sorgen? Sei nicht albern, alter Mann. Was sollte mich an diesem eisigen Hinterland interessieren? Schon vergessen? Du hast mich beraubt, als du nach Englerland gegangen bist. Ich nehme an, das könntest du wieder tun. Das war nicht meine Idee. Du liest uns nichts, als du dich König Harald unterworfen hast. Wir nahmen uns nur, was uns zustand. Ich bin nur aus einem Grund zurückgekehrt. Um mich zu verabschieden und um dir zu danken. Für dein Versagen. Versagen? Als Vater, als König, als Mann. Ohne dich hätte ich mein wahres Selbst nicht gefunden. Mein Versagen, wie du es nennst, mein Schwur an König Harald, war der einzig vernünftige Weg für einen Mann in meiner Lage. An deinem Verrat war nichts vernünftig. Sigurd war dein Thronerbe. Du hast ihn seiner Krone beraubt. Wen habe ich verraten? Einen Sohn, der nie hier war? Einen selbstsüchtigen Jungen ohne Verantwortungsgefühl? Einen hochnäsigen Lügner? Ich habe unzählige Männer in die Schlacht geführt und ebenso viele Schiffe zu Raubzügen in die ganze Welt. Du sprichst von der Königswürde, als zählten dafür nur die Kerben auf deiner Axt. Doch Menschen zu führen erfordert sehr viel mehr. Ich gab meine Krone an Harald, weil er ein Mann ist, der weiß, welche Herausforderungen vor ihm liegen. Im Gegensatz zu dir. Du armseliger Wurm. Sigurd. Deshalb sind wir nicht hier. Pläne ändern sich. Herzen auch. Meines nicht. Was ist mit dir, Eivor? Du bist ein Feigling. Und in meinem Herzen ist kein Platz für Feiglinge. Es ist schwer zu glauben, dass du überhaupt ein Herz hast, Eivor. Du warst immer leichtsinnig und ungestüm. Dabei hättest du meinen Sohn auf einen besseren und klügeren Kurs führen können. Aber du konntest dich kaum selbst beherrschen. Dir war dein eigener Ruhm stets wichtiger als das Wohl deines Clans. Du Stütze und Fusel, alter Mann! Riechst du deine eigene Verbitterung nicht? Es war ein Fehler, herzukommen. Mein Sohn, bitte! Du hast deine Worte gesagt und Sigurd hat sie gehört. Was ist mit meinem Sohn geschehen? Was hat ihm seinen Arm genommen und sein Herz so verfinstert? Er hat gesehen, wer sein Vater wirklich ist. Ein Feigling, der ehrlicher zu seinen Feinden war als zu seiner Familie. Ich war wie ein Vater zu dir, Eivor. Ich habe keinen Vater. Dieses traurige Kapitel wäre abgeschlossen. Ein Glück. Und nun segeln wir zu fernen Küsten, wo mein Schicksal wartet. Meine Bestimmung. Das Ende meiner Reise. Ich folge dir in dieser Welt, soweit du willst, Bruder. Doch wenn dich dein Weg darüber hinausführt, überlege ich es mir vielleicht anders. Das glaube ich nicht, Eivor. Ich glaube, du wirst staunen über das, was ich dir zeigen werde. Denkst du an deinen Vater? Keineswegs. Ich dachte nur an meine Visionen. Ich bestaune, wie klar sie sind. Wie Erinnerungen an den gestrigen Tag.
Beschreib sie mir. Deine Vision. Der ersten sah ich eine große Tür, umgeben von Eis, nördlich von Hördafylki. Der Sagenstein war in den Türbogen eingefasst. Als die Vision deutlicher wurde, öffnete sich die Tür und gab viele Dinge preis. Den Lebensbaum Yggdrasil und die goldenen Felder Valhalls. Und unsere Götter, die mich Freund, Bruder und Krieger nannten. Ich fühlte mich heimisch unter ihnen. Ihre Liebe wärmte mich. Du solltest wissen, dass du nicht allein damit bist. Auch ich hatte Visionen. Hattest du? Und was hast du gesehen? Schwer zu sagen. Ich sah, wie Odin mich in den Schatten führte. Und ich sah Spinnerinnen, die aus Blut sehen, Schicksale woben. Ich sah den riesigen Fenriswolf, die Zweige des Weltenbaums. Und ein Mann mit... Sprich weiter. Valkar warnte mich vor einem großen Verrat. Doch in welcher Form, das kann ich nicht sagen. Ich verstehe. Ich halte meine Schwüre, das weißt du. Verrat liegt nicht in meiner Natur. Natürlich nicht. Du bist standfest wie eine Säule aus Stein. Komm, mein Schicksal erwartet mich. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und somit auf.